Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind jetzt Level 48, fast 49 und also ich habe noch ein bisschen gelevelt, aber nicht viel gefunden. Ein paar Idole, ich weiß jetzt auch nicht genau welche Idole, aber auf jeden Fall, ja, nicht so gut. Also Spell Damage, Melee Damage, glaube ich. Critical Strike. Everdice habe ich, glaube ich, schon gefunden im Part. Also ja, ist nicht so viel. Aber der Part wurde ein bisschen stabiler. Okay. Dankeschön, Last Epoch. Wirklich schön, dass du so flüssig läufst. Überflüssig. Oh. Okay. Ja, war ein kurzer. Ja. Spiel Engine Lag. So. Oh, jetzt sind wir Level 49. So, ich wollte euch noch ein bisschen fragen, soll ich ein paar Challenges oder so einbauen? Wollt ihr noch irgendwie ein bisschen etwas Interessantes sehen? Ja, da beim Beastmaster. Weil, so langsam finde ich jetzt auch, sind die Beats manchmal ein bisschen overpowered. Beziehungsweise, ja, ich könnte einen Masochismus-Modus benutzen. Aber da will ich eher mit der neuen Charakterlinie, Klasse, also drei Charakterklassen, dann, ja, beginnen. Und wenn das Spiel ein bisschen balancierter ist. So, jetzt haben wir, was mit Level 49? Ja, glaube ich, mit Level 49. Haben wir dann noch eine Möglichkeit? Ich weiß noch nicht was. Ich bin mal wieder super ja, vorbereitet. Was könnten wir dann noch nehmen? Ah ja, das. Nein, habe ich schon. Ja. Gibt halt nichts mehr, was wir wählen können. Maelstrom könnten wir noch procken. Also alle Summons fallen aus. Summons Briggen möchte ich nicht verwenden. Swipe, Tempest Strike sowieso nicht. Wenn da noch Eisdornen oder so. Ah ja, nein, ich dachte, Sprung habe ich noch nicht. Ja, ich wusste, dass irgendwas fehlt, aber ich wusste nicht mehr genau was. So. Also direkt mal Attack Speed und so wählen. Ist ziemlich nett. Also bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir ja nicht angreifen aktiv, aber gut. Ja, Attack Speed ist wahrscheinlich auch ein bisschen höher geworden. Und ja, der Level natürlich schnell weiter. Ja, ist mir auch wieder ein bisschen mehr, also. Es fällt halt einfach auf, dass er ein bisschen länger braucht als andere Beats manchmal. Und das liegt einfach daran, dass natürlich die Entwickler versäumt haben, da richtige gute Angriffe dem zu geben. Ja, die meisten Angriffe halt mega wenig AOE bieten oder einfach nicht stark genug sind, wenn sie AOE haben. Da mangelt das noch ein bisschen an Balance. Gut, aber ja, das sind die Entwickler natürlich zuständig. Man kann ja nicht so viel machen. Aber mir fehlen halt für die meisten Builds halt auch noch die Items. Also, ich sehe, es gibt noch ein Set für Channeling. Vor allem für den Disintegrate. Blitz. Umwandlung. Und so Sachen. Ja, kann ich leider noch nicht benutzen, weil ich noch kein einziges Set habe von dem Set. Jetzt habe ich vor ein paar Verwechsel hatte in einem Charakterbild genommen, der recht OP ist, also zäh ist, halt wie ein Mega-Monster. Jetzt muss ich halt hier auch mal noch ein bisschen zäher werden. Gibt noch viele Baustellen, also ja, wo man noch machen könnte, oder?
Und da dürft ihr gerne ein bisschen, ja, entscheiden, was ich denn so nehme. Weil ich nicht so viel spiele, also nicht eigentlich zwischendurch spiele, kann ich jetzt auch nicht so viel testen. Also, wenn ihr mehr zocken könnt, dann könnt ihr natürlich mehr testen. Da wäre es natürlich mega gut, wenn ich ein gutes Bild hätte. Dankeschön, dass du mich sofort anfrierst. Ja, jetzt kommen wieder keine Gegner. Er ist ein komischer Bait, also er macht schon Spaß, aber vielleicht zum Zusehen ist es nicht so spannend. Dafür komme ich endlich mit diesem Bild auch weit. Weil der hält schon extrem viel aus und... das Minion tötet dafür schnell. Auch. Das ist ein sehr ausbalanciertes Bild. So, Deck Speed und alles haben wir. Mana-Probleme, das werde ich, habe ich auch ein bisschen umgeändert, dass ich jetzt mehr Mana bekomme. Aber das muss noch ein bisschen gelevelt werden, weil ich sehr viel respecten musste. Ich glaube, man muss so für 3 oder 4 Punkte resetten. Und zwar hier bei diesem. Nein, bei diesem Skill. Ja, da oben ist er. Da die Punkte weggemacht. Auch einen Duration weggemacht. Dafür hier Mana. Ja, wenn man im Area Effect von Hailing Wind ist. Hailing Nova ist oder wo? Ja, wahrscheinlich schon. Also vom ganzen Skill. Ja, kann schon sein vom ganzen Skill, aber weil ja der ja, Healing Nova vorne dran ist, wahrscheinlich eher Healing Nova, aber ist glaube ich gleich groß. So, jetzt haben wir hier noch eine Quest. Noch einsammeln den Gegenstand. Ah, okay, das Wildschwein töten. So, und ja. Ich habe jetzt gerade das Roblox-Spiel ein bisschen entwickelt, also ein bisschen dabei gewesen, wie er dem Marco ja, ein bisschen die Map erstellt. Und ab jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Livestreams auf Twitch, was mir gut genug geht. Weil die Hitze und der Wind, der macht mir schon sehr viel. Konzentration, weil ich so Schmerzen habe. Ja, gesundheitlich geht es ja nicht so gut. Aber ja, wenn man nicht so gesund ist, hat man halt nicht so viel Lust zum Aufnehmen und Livestream. Das ist ein guter Gürtel, aber so Dodge Chance brauche ich einen. Ja, nehme ich mal. Ich habe, glaube ich, genug Gürtel. Ich glaube, ich mache das auch. Ah, nein, das gibt, geht ja nicht. Ja. Muss ich den Punkt hier nicht reinsetzen? Poison Veins brauche ich eigentlich auch nicht. Wäre schon gut wegen Poison dann für den Ding. Ja, okay. Okay. Also ja, ich habe gemerkt, dass ich Siege Golems habe und so. Der Beat macht schon unglaublich viel Schaden. Das merkt man jetzt gerade nicht so immer. Aber ja, das seht ihr dann bei Siege Golems und so. Also wenn ja der Spriggan eigentlich zum Treffen kommt auf einen einzelnen Gegner, ist der Damage ultra hoch. Also wenn ein Boss ist, der ist sofort down. Oder eben Siege Golems. Auch sofort down. Hm. Schöne Sonne. Der Klang vom Horn. Sehr schön.
Mach vorwärts, Eis. So, jetzt kommen ja die, die schon in der Kavern gewesen sind. Diese dicken Yetis mit ihren starken Angriffen. Zu starken Angriffen, genau die da. Prime Gigant. Jo, und die haben ja manche Charakterbilds von mir da einfach gewonnen-hittet. Sorcerer halt und Necromancer haben halt nicht so viel aus. Naja. Die sind halt einfach übertrieben. Ich weiß nicht, wieso die Entwickler so viel Damage einbauen hingegen. Es ist ja einfach nicht die im Kopf haben, wie defensiv die Spieler sind. Ja, definitiv. Hat einfach so mega anfängen. Kann halt nichts machen. Aber so werden die Entwickler natürlich ein bisschen. Lernen halt einfach davon. Also. Die werden dann auch irgendwann so zu Profis. Aber eben Profis haben dann auch das Problem, wie zum Beispiel bei Path of Exile, dass sie dann so Mist einbauen wie das Harvest. Also. Das völlig schlecht ist sozusagen. Ja. Da haben sie sich nicht mit rumgekleckert. Mit der neuen Liga von Path of Exile. The Grinding Gear. Samhalt, Tencent, also Tencent hat da wirklich viel schlecht gemacht von den Entwicklern. Da, ja, eben, sind halt Leech of Legends, Publisher. Das wurde ja in letzter Zeit auch viel schlechter. Na gut, Tencent steht halt für keine Qualität, nur Grinding. Aber dafür ist Last Epoch halt viel besser. Schon. Ja, und eben Lust habe ich natürlich immer sehr viel Last Epoch zu spielen. Nur ich komme halt, so groß wie Last Epoch schon ist, ich komme halt zu wenig zum Spielen. Und deshalb ist es eigentlich so ein voll qualitatives Profi-Let's Play. Weil wie soll man Profi sein, wenn man die Items halt nicht so schnell finden kann? Spielt man halt nicht so auf hohem Niveau. Da gibt es andere aus dem Forum, die immer ganz viele Level 100 Charakter haben. Das ist ein anderes Thema. Ich wollte jetzt eigentlich nur schauen, was gerade hier ist und trotzdem ein mega Nebengebiet. Ja, bringt nichts hier weiterzugehen, denke ich mal. Es ist nicht mal eine Schatz zu gehen. Na gut. So, ja. Noch vergiften. Das braucht ja der Tor-Ding. Ja, der hat auch eine sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit schon. Das ist geil. Ja, die richtige Taste noch drücken. Bei starken tue ich wirklich die Tote eigentlich platzieren. Aber ich sehe, das Mana-Kosten sehr, sehr hoch noch. Langsam es ihm wieder geht. Bis er weiter schießt und man nahe sein muss. Ist nicht so bequem. Also viele Sachen haben zu wenig Distanz, zu wenig AOE, manche haben zu viel AOE, sind zu stark. Balancing typisch ist halt nicht immer alles gut in diesem Spiel. Aber das ist eigentlich das ja, ziemlich einzige Problem. Vieles macht dort sehr viel Spaß. Nur wenn das Balancen kaputt geht wegen Spaß, dann macht auch das Spaß nicht mehr so viel Spaß. Aber es ist immer noch genügend. Also es ist doch der richtige Weg gewesen. Okay. Das wusste ich gar nicht mehr. So, Wing Guards, also sind die Handschuhe ohne Crits.
kein Crit mehr. Das ist voll böse. You cannot do critical strikes. Wieso ist das so böse? Ich frage mich, welche Bild darf keine kritische Treffer machen? Ja. Ohne Crit ist da vieles ein bisschen zu schwach. Ich weiß es nicht. So. Komm. Ja. Gegner sind manchmal ein bisschen zu oft da. Da müssen das Spieltempo runterdrehen. Aber macht schon viel Spaß, wenn es wirklich abgeht, wenn die Gegner nicht so zäh sind und so. Ist wirklich ein toller Bild. Nur eben, ja, es sind meistens zu viele Gegner, der Spriggan kann gar nicht so viele auf einmal töten. Hat eigentlich nichts, nur Baragge. Hat keinen Durchschlag, hat keinen Reflekt. Läuft, dass die Teile dann noch ein bisschen weiter fliegen, also ein bisschen Kurve machen. Oder so um den Gegner schwingt und so. Aber es hat recht, ja. Single Hit. Für wirklich ein Base, der wirklich stark ist, also der kommt auf Level 100, denke ich mal, recht gut. Bekommt dann auch viel Damage über. Ah, das Level braucht noch, also ja. Ich setze dann gleich, dann kann ich wieder ein bisschen zeigen. Ja, sehr schön, die großen. Rampage und noch was dazu. Ja, ja. Wie betrieben. Aber schön, dass die Gegner auch wirklich etwas drauf haben. Vom Aussehen, also vom Optischen, ist viel zu betrieben. Das ist ziemlich geil. Okay, Jailer. Einsperren in Eiskäfigen. Ich glaube, da macht so komische Eis Walls. Eisbarrieren. Und das ist natürlich, ja, eher ein Debuffer oder beziehungsweise uns Hinderer, also Stunner. Siebten Akt eigentlich so gut wie möglich durch. Ja, achter Akt, also ja, geht schnell. Ich mache jetzt einen normalen Weg natürlich, weil ich ja mit dem Sorcerer das auch ein bisschen besser angeschaut habe, das Nebengebiet noch gemacht habe. Und dann werden wir mal schauen, was sonst Neues auf uns zukommt. Also ja, ich bin natürlich sehr spät dran, weil ich ja jetzt nicht so gut gefühlt habe, jetzt nicht so viel Aufnahmen machen konnte, keine Livestreams mehr machen konnte für einige Zeit. Jetzt fängt ja eben der Livestream wieder an mit dem Spieldesign und ja, geht es natürlich auch wieder ein bisschen schneller weiter mit meinem Livestream, durch meinen Livestream, und dann können wir auch immer wieder in den verschiedenen Parts wieder ein bisschen mehr andere Charakter anschauen, Beats testen. Und eben schreiben, was ihr für Challenges wollt. Ich kann gerne ein paar Challenges machen. Ich habe schon eine Idee, was ich als nächstes mache. Eine richtig tolle Challenge. Und ja, ich bin ja noch Deathless. Also ich bin immer noch in einer Hardcore-Challenge im Singleplayer einfach. Das ist klar. Da unten ist, glaube ich, nichts mehr groß Revelantes. Ich möchte gerne noch das Level haben vor dem
Boss, genau. So. Also. Ja. Sei nicht schwer da, hä? Hallo. Ja, und ich erinnere mich noch. Da ging ja mit dem Sorge schon echt schnell und mit dem ging es sogar noch schneller. Nicht schlecht, also. Damage ist da. Ja, und jetzt da nochmals zurückgehen. Ja, stimmt. Bringt uns zurück. Ja, was wir heute schon in dem Game, das wir machen, besprochen haben. Also es wird sehr vieles richtig toll sein für ein Hack and Slay, ja, Rollenspiel, Jump'n'Run, ja, alles mögliche dazu. Es hat für jeden etwas und wir haben so ein bisschen gedacht, dass wirklich niemand gezwungen wird, auch zu Jump'n'Runs zu machen oder einen Job zu machen und so weiter. Also, wenn jemand nur Action haben will, der macht nur Action. Wenn jemand Rollenspiel machen will, der kann Rollenspiel machen. Wer Jump'n'Run machen will, der kann Jump'n'Run machen. Genau. Und bei Path of Exile ist es immer so gewesen. Also es ist immer noch so, dass man einfach so zwingend Tower Defense machen muss, Harvest machen muss, finde ich echt doof. Also, ja, so richtig gezwungen wird man dazu natürlich nicht, aber das ist einfach im Spiel drin, oder? Also, es ist alles irgendwie im Weg. Und das wollen wir natürlich ein bisschen verhindern. Und bei Last Epoch ist es schon fast ein bisschen zu wenig. Ja, was noch zu bieten gibt. Man kann eigentlich immer nur kloppen, kloppen, kloppen. Ist ja schon interessant, aber ich dauere nicht. Also ich würde jetzt auch gerne noch irgendwas anderes machen können. Zum Beispiel Rätsel machen können. Ist ja bei Path of Exile in den Labyrinthen und so immer wieder der Fall. Ist wirklich toll, so Schaltumlegerrätsel und so. Es ist nicht genau das beste Rätsel, aber immerhin ein bestimmt gutes Rätsel. Was es in Last Epoch noch nicht gibt. Und will es wahrscheinlich ja nicht geben. Es ist halt ein Casual ja, Action-Rollenspiel. Es bietet die Features, die ein Action-Rollenspiel haben muss, aber mehr auch nicht. Dafür andere besondere Features wie größere Skillbäume. Also mehr, also ja, richtige Skillbäume zum Verändern der Fähigkeiten, nicht nur Runen wie bei Diablo 3 oder so. Ist nämlich ziemlich spannend so. Und man hat einfach so auch die Freiheit. Oh, machst du viel Schaden? Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu zäh für dieses Golem-Teil. 51 Inquest Tod im Damage. Ja. Habe ich zwar schon ein paar, aber 51 ist, glaube ich, schon recht gut. So, gleich wirst du nochmals stärker, glaube ich um 75%. Aber ja, das Level dauert noch ein bisschen. Bin natürlich ein bisschen overlevelt für das Gebiet, das ist klar. Steht das irgendwo? Irgendwo habe ich das gesehen. Auf der großen Map. Nö. Irgendwo sollte eigentlich das Level des Gebiets stehen. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. I see you have returned. Ach, das muss man zuerst ein Ding schauen. Now I shall bear my final blessing. Even the gods cannot observe what fate intends for us. Do not Gameplay. Farewell.
stehen hinten im E-Level, also Gebiet-Level oder so. Keine Ahnung. So wird das bei manchen steht und bei mir nicht. Naja, gut. Diese Blumen. Ich werde geblendet. Oh Gott. So viel Blur. Also dann können wir gleich noch ein bisschen beginnen mit dem nächsten Gebiet. Und da kommt ja wieder die Mine. Ja, die gefällt mir vom ersten Blick nicht so. Was ist eigentlich hier unten? Ah, okay. Sehr weit geht's hier nach unten. Ja. Dieses Vorgebiet von Akt 8, das ist nicht so gut. Also, ja. Es hilft mich einfach mit den Gegnern ein bisschen. Aber optisch ist es eigentlich sehr gut. Das ist natürlich nicht so ein Rundspielgebiet, das ist richtig spannend wie ein Rundspiel. Auch besser als die alten Gebiete, alte Akte. Auf jeden Fall. Haben sich natürlich schon ein bisschen gesteigert noch. Also 15, 16, 17, 18, 19, 20. Einen muss ich irgendwo noch raushauen. Ja, mach lieber hier einen weniger. Ah, den brauche ich ja eigentlich auch nicht unbedingt. Schon auf Gift oder auf Area. Genau, auf Area noch gehen die restlichen Punkte. Ist ein bisschen besser. Weil natürlich das ein bisschen nervt mit dem Area, dass man da sehr nah am Spriggan sein muss, damit er gebufft wird. Ja. Schade, dass der Beta nicht oft gespielt wird, also eigentlich gar noch nicht gespielt wurde. Ziemlich der einzige bin, wirklich da auf nur einen Spriggan setzt. Ja, es gab jetzt einen Bild vor 2 Wochen ungefähr, wo einen Spriggan Summoner, also Summoner und Bear Spriggan Bild genommen hat, aber der ist glaube ich nicht so stark. Also ja, der hat auch voll Creed und so, also ziemlich auch stark. Aber jetzt nicht unbedingt. Ja. Eben das Springen wird halt nicht so stark. Und ich weiß jetzt nicht, wie der A also für Fähigkeiten hat, das wäre Springen. Also, ja. Die Verwandlung halt. Jetzt greift doch nicht immer andere Gegner an. Der angreift hier. Es wird immer so ein bisschen dazu, dass er natürlich frei uns angreifen kann. Aber immer der nächste Angriff, nicht der stärkste, das ist nicht so doof. Das gab es bei ja, Sacred 1 und so immer zum Auswählen, welcher der Summoner also der Summon angreift. So leider nicht mehr, wieso? Entwickler das gar nicht kennen. Es immer nur eine schlechte KI gibt, nicht mehrere KI-Einstellungen. Ja. Eieiei, ei, ei, die sind recht schnell. So, ja. Weiter natürlich. Hier. Und hier müssen wir nicht weiter umgehen. So, also dann ist der Part vorüber. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.